Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Ja, es gibt endlich mal wieder einen Family Vlog für euch. Ich freue mich selber total, heute wieder ein bisschen euch mitzunehmen durch unseren Familienalltag. Wir haben heute Donnerstag und das ist immer der erste Tag in der Woche, wo mal keine Termine nachmittags sind. Nachmittags? Sonst ist ja immer die ganze Woche vollgepackt, ob Langtag, ob Sport, ob Hobbys, egal was es ist. Jeder Tag ist wirklich immer vollgepackt, aber der Donnerstag, der ist jetzt frei. Und ich dachte, da habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, euch mitzunehmen. Wir wollten heute Nachmittag, oder Maddie wollte unbedingt was basteln oder malen. Einfach mal so schön gechillt heute Nachmittag zu Hause hier was machen. Da kann ich euch auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen. Die beiden Großen, die werden auch einfach mal chillen, einfach mal nichts machen. Vielleicht haben sie auch Lust mit zu malen. Oder einfach, für sich ein bisschen was zu machen. Einfach mal wirklich nichts machen. Es ist, also die Woche, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die verfliegt einfach nur. Auf einmal ist schon wieder Sonntag, ist schon wieder Montag. Also das ist irgendwie unglaublich. Die Zeit rennt und rennt und rennt an einem vorbei. Und ja, was wollte ich damit jetzt eigentlich sagen? Auf jeden Fall haben wir heute Nachmittag frei, das wollte ich sagen. Ich habe mich jetzt gerade schon so ein bisschen fertig gemacht, denn die Kiddies gehen gleich in die Schule. Ich bringe gleich Maddie in den Kindergarten. Und dann wollte ich nochmal schnell einkaufen gehen, denn morgen hat der Lennox Geburtstag. Morgen wird er 11 Jahre alt. Ich freue mich schon richtig drauf. Er hat auch gesagt und sich gewünscht, dass ich den Tag morgen auch so ein bisschen mit der Kamera begleite. Also könnt ihr euch auf das nächste Video freuen. Das wird dann dem Lennox sein Geburtstag werden. Genau, dafür gehe ich jetzt noch ein bisschen was einkaufen. Und wenn ich eingekauft habe, fahren wir dann erstmal nach Hause. Dann frühstücke ich erstmal was, räume alles weg. Und dann habe ich selber auch nochmal einen Termin heute Vormittag. Aber genau, ab heute Mittag ist dann wirklich mal Pause angesagt. Ja, jetzt wisst ihr erstmal Bescheid, was euch erwartet. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, ich habe hier Maddies Frühstück. Heute sollte jedes Kind, wessen Eltern nicht in Deutschland geboren sind, so wie Nimon zum Beispiel, der kommt ja ursprünglich aus Kosovo, einmal willkommen, schön, dass du da bist, auf einen Zettel schreiben oder ausdrucken. Denn das hängen die im Kindergarten aus, auf jeder Sprache. Das haben wir hier einmal gemacht. Meine Einkaufsliste und dann geht's los. So, wir haben noch einen kurzen Moment Zeit. Die Jungs, die gehen jetzt in 5 Minuten raus zum Bus. Und wir, ja, gehen in 10 Minuten los. Guck mal, der ist neu. Oh, und der Maddie hat hier noch was zum Spielen. Der ist auch neu. Der ist neu? Mhm, der Wäschemaschine. Okay, Maddie ist auch schon fertig für den Kindergarten. Lennox auch. Lennox auch, guten Morgen. Morgen. Der Lennox hat morgen Geburtstag. Ja. Ja, und nachher müssen wir mal das Zimmer aufräumen. Das sieht cool aus hier. Guck mal da, das ist meine Medaille. Das was? Medaille. Deine Medaille, die hängt da oben. Da, vom Judo hat der Maddie auch eine Medaille bekommen, ne? Weil immer so tapfer mit zuguckt. Und der Maddie hat da hinten sein Bild aufgebaut mit den ganzen Figuren. Warum hast du das gemacht? Weil die Sonne nicht so scheint. Ah, weil der Maddie gern da hinten sitzt immer und sich was aufbaut, damit die Sonne ihm nicht ins Gesicht scheint. Und also nicht so warm ist. Du bist ein schlauer Junge, ne? Und ich will schon noch mal große. Dein großer Roboter. Den hast du zum Geburtstag bekommen letztes Jahr, ne? Mhm. Mhm. Aber von wem denn? Ach so, von Gila. Von Oma Gila, genau. Und hier sind ganz viele Kunstwerke, die der Maddie gemalt hat. Ja, heute Nachmittag werden wir uns mal hier dem Zimmer widmen und ein bisschen aufräumen. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Da habe ich Oma Gini. Ja, genau. Aber ich finde das gar nicht schlimm, dass ein Kinderzimmer auch so aussieht, denn er spielt ja damit. Und er räumt es auch selbstständig auf, das muss ich auch sagen. Es sieht dann zwar in Kisten gestopft aus, aber egal, er räumt es auf, er weiß, wo alles ist. Und das muss man halt ab und zu mal wieder machen. Und ich glaube, die Jungs, die gehen jetzt gleich zur Schule.
Warum müsst ihr los? Ja. Okay. Viel Spaß. Tschüss. Tschüssi. Und das ist für mein Oma. Und Frankfurt. Tschüss. Tschüss. So, dann nehme ich noch ein bisschen was für heute Nachmittag mit. Ich glaube, den Jungs nehme ich mal hier so ein Nuss-Nougat. Das isst niemand gern und vielleicht mal einen Donut oder so. Und Berliner sind auch. Ja, ich guck mal, was ich hier mitnehme. Ich habe jetzt hier gerade noch ein Actimel mitgenommen. Das hatte Maddie sich gewünscht. Dann noch drei Berliner, so weiche Brötchen. Zwei Schokokroissants und ein Schokobrötchen. Und für mich gleich zum Frühstück so zwei Weltmeisterbrötchen. Genau. Jetzt suche ich noch Salami. Das ist die Lieblingssalami für meine Kinder momentan. Da kommt zweimal mit. Und noch Geflügelwurst. Ja, da haben wir ein Hähnchen und so eine Putenbrust mit. Das geht schnell leer bei uns. Okay. Käse haben wir eigentlich noch alles. Hier sind die ganzen Regale leer. Ich wollte nach Joghurts gucken. Aber ja, es sind ja noch genug hier, aber trotzdem. Die nehme ich mal wieder mit. Ich glaube, sonst brauchen wir ja an Joghurt nichts. Die gehen bei uns auch richtig gut. Da nehme ich auch mal zwei Stück mit. So, Rahmsperr kommt jetzt noch mit. Und dann habe ich hier noch ein bisschen was Süßes mitgenommen für den Geburtstag. Ja, und dann geht's ab zur Kasse. Jetzt geht's für mich erstmal ab nach Hause. Schnell das ausräumen, frühstücken und zum Termin. So, ich bin wieder zu Hause und habe alles ausgeräumt und habe auch schon mein Frühstück gemacht. Ich werde jetzt gleich mein Weltmeisterbrötchen einmal essen und dann geht's ja schon bald weiter. Ich wollte euch aber noch mal ganz kurz erzählen, was so die letzten Wochenenden bei uns passiert ist oder ja, was wir erlebt haben. Was richtig, richtig toll war, wo ich die Kamera nicht mit hatte. Und zwar, ich glaube, das ist schon zwei Wochen jetzt her, hatte Marlon vom Judo Kreismeisterschaft in der U15. Er kämpfte in der U15 und an dem Tag hatte er auch Einsatz als Kampfrichter für den kompletten Tag. Also er war schon morgens der Erste mit auf der Matte. Musste sich zwischendurch umziehen, weil er selber kämpfen musste. Danach sich wieder umziehen und bis zum Schluss halt Kampf richten. Und er ist Kreismeister geworden, also hat den ersten Platz gemacht. Dann wurde er abends geehrt und hat seine Lizenz zum Kreiskampfrichter bekommen. Oh, da waren wir so stolz drauf. Das war so toll, es wurde ihm eine so tolle Rede gehalten. Ja, er hat ein Diplom bekommen und hat jetzt eine Lizenz zum Kreiskampfrichter. Richtig cool. Einen Tag später haben Lennox und Marlon auch gekämpft. Allerdings war das so ein japanisches Turnier. Das ist ein bisschen anders als die Wettkämpfe, die wir so kennen.
Da steht quasi der vom Gewicht am niedrigsten auf der Matte und kämpft so lange, bis er verliert, bis auch irgendwann einer, der vielleicht 30 Kilo schwerer ist. Ja, und umso mehr Kämpfe er gewonnen hat, umso höher kommt er dann auf den Platz. Also genau. Lennox hat da 4 Kämpfe gewonnen und ist, meine ich, Dritter geworden. Also richtig toll. Die hatten 17 Gegner, beide. Marlon ist auf den 2. Platz gekommen. Und insgesamt in der ganzen Wertung ist in der U15 und in der U13, wo Lennox kämpft, die komplette Mannschaft, also der Verein von uns, auf Platz 1 gekommen. Richtig cool. Also die haben dann Mannschaftswertung gemacht. Und ja, da sind wir auf dem 1. Platz gekommen. Ich werde euch da jetzt mal so ein paar Bilder einblenden, weil das war echt, ja, ein paar richtig coole Wochenenden. Doch, muss ich echt sagen, es hat richtig viel Spaß gemacht. Genau, ihr könnt jetzt mal die Bilder angucken. Ich zeige euch nochmal ganz kurz mein Frühstück. Da. Ich habe mir ein Weltmeisterbrötchen mitgenommen. Ich habe einmal mit Putenbrust und Käse-Tomate gemacht. Genau. Und dann könnt ihr euch die Bilder angucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ich den Maddie abhole oder wenn Maddie schon wieder zu Hause ist. So, auf diesem Bild ist Marlon geehrt worden als Kreiskampfrichter, hat also seine Lizenz erworben. Dort ist er selber als Kämpfer auf den 1. Platz gekommen als Kreismeister. Dann beim japanischen Turnier hat er den 2. Platz gemacht. Und die komplette Mannschaft aber den 1. Und jetzt kommt der Lennox, der hat auch mit der Mannschaft bzw. mit dem Verein den 1. Platz gemacht. Und auf dem japanischen Turnier den 3. Also richtig, richtig stolz sind wir auf die 2 Jungs. So, ich bin im Auto und ich habe meinen Termin erledigt. Jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit, bis wir den Maddie abholen. Und ich stehe jetzt gerade hier in der Stadt. Denn ich wollte jetzt ein paar Schuhe für Marlon kaufen, gerne, wenn ich welche bekomme. Also Marlon braucht unbedingt neue Schuhe. Und heute und morgen gibt es nämlich noch Prozente bei Deichmann. Unbezahlte Werbung. Deswegen wollte ich mal gucken, morgen schaffen wir es ja definitiv nicht hinzugehen. Aber wenn ich jetzt schon welche finde und sie passen, wäre natürlich toll. Wenn sie nicht passen, könnten wir sie heute Nachmittag noch umtauschen. So habe ich mir gedacht. Genau. Mich gucken gerade die Leute alle an, mit denen ich hier rede. Und vielleicht mal zu Taco rüber oder so. Genau, wir schnüffeln dann einfach ein bisschen zusammen, habe ich gedacht. Also, let's go. So, und schon sitze ich wieder im Auto. Ich konnte euch nicht mitnehmen. Es war beim Taco und bei Deichmann so laut Musik an, dass ich da hätte gar nicht filmen können. Aber ich bin fündig geworden. Ich habe noch eine Kleinigkeit für Lennox zum Geburtstag gefunden. Und zwar dieses wunderschöne T-Shirt hier. Ich glaube, das findet er richtig gut. Und ein paar Schuhe für Marlon. Die zeige ich euch dann gleich zu Hause. In Größe 42. Ich bin mal gespannt, ob die nicht zu groß sind. Aber ich meine, er hat 41 und die sind zu knapp. Aber falls sie nicht passen oder gefallen, genau, könnten wir sie heute Nachmittag noch umtauschen. Dann kriegen wir nämlich Prozente drauf. Die waren reduziert und ich habe trotzdem Prozente noch bekommen. Also habe einen richtigen Schnapper gemacht. Wäre richtig cool, wenn die passen und gefallen würden. Ja, und jetzt würde ich sagen, fahren wir mal den Maddie abholen. So, wir sind wieder zu Hause und Maddie bastelt gerade noch vom Kindergarten was zu Ende. Und guckt mal, was für eine wunderschöne Osterkarte Maddie gemacht hat. Ist die nicht toll? Richtig schön. Und jetzt wollte er noch was zu Ende schneiden. Und ich wollte euch mal die Schuhe zeigen, die ich für den Marlon ausgesucht habe. Ich bin ja mal echt gespannt, ob sie ihm gefallen. Das sind einmal diese hier. Ja, Größe 42. Ich bin echt mal gespannt. Die sehen so riesig aus. Ob er die wirklich braucht. Aber die waren jetzt gerade reduziert. Da. Und ich habe dann nochmal... Ja, einmal die 50% gehabt und habe nochmal einen Rabattcode gehabt. Also ich habe um die 29 Euro bezahlt. Also richtig cool. Wenn die passen würden, wäre natürlich super. Jetzt werde ich hier nochmal ein bisschen aufräumen, klar Schiff machen, weil in einer Stunde kommen die Jungs Mittagessen vorbereiten. Und genau. Heute Mittag gibt es Pommes mit Nuggets und Spinat. Juhu. Juhu.
Guckt mal, Leute, wie wunderschön die Sonne hier in die Küche reinscheint. Ich kann euch gar nicht sehen. So schön scheint die Sonne. Ich habe das Essen jetzt fertig und jetzt warten wir noch auf die beiden Großen. Und dann können wir schon essen. Und ich bin echt mal gespannt, ob die Schuhe dem Marlon passen. Oh, ich hoffe es ja, ne? Dass wir vielleicht heute Nachmittag noch ein bisschen in den Garten spielen gehen können. Das wäre natürlich richtig cool. Aber es zieht sich da hinten auch schon wieder zusammen. Es ist so neblig. Also warm ist es noch nicht wirklich. Es ist richtig frisch draußen. Aber diese paar Sonnenstrahlen, die müssen wir doch einfangen. Ja. Wir haben im Garten auch die letzten Wochenenden viel geschafft, muss ich sagen. Wir haben richtig viel Bäume geschnitten. Man durfte ja nur bis 29.02., glaube ich. 1.03., keine Ahnung. Bäume schneiden oder fällen. Und ja, wir haben echt viel geschafft. Jetzt müssen wir es aber alles noch klein machen. Für unser Osterfeuer unter anderem. Freue ich mich auch schon drauf. Genau, also es ist noch viel zu tun im Garten. Aber ja, ist halt auch wetterabhängig. Ich hoffe, es wird demnächst besser. So, Mittagessen ist fertig und ich habe noch ein paar Knoblauchbaguettes gemacht. Genau, Kinder waschen sich gerade die Hände und dann können wir essen. So, wir haben jetzt fertig gegessen und Maddie sitzt jetzt hier im Zimmer und spielt noch ein bisschen. Marlon hat die Schuhe anprobiert und sie sind leider zu groß. Also brauche wahrscheinlich doch 41. Deswegen werde ich mir jetzt auch gleich den Marlon schnappen. Und wir haben gesagt, wir fahren direkt jetzt einmal zu Deichmann, tauschen die um. Die gab es leider jetzt nicht mehr. Die haben ihm richtig gut gefallen. Geschmack getroffen, das ist schon mal gut. Aber die gab es leider nicht mehr. Vielleicht haben sie auf dem Lager, mal fragen. Ansonsten sucht er sich ein paar andere aus. Und die beiden Kleinen, die bleiben hier. Die wollten hier zusammen im Zimmer gleich spielen. Und wenn wir wieder da sind, wollten wir im Garten ein bisschen. Die Jungs wollten Badminton spielen und ja, die Sonne genießen, solange sie noch da ist. Weil wir haben auch schon wieder 2:30. Genau. Deswegen mache ich jetzt mich als erstes mit Marlon schnell auf den Weg. Und sobald wir zu Hause sind, ja, melde ich mich wieder. Weil Kamera brauche ich gar nicht mitnehmen. Da ist ja so laut. So, ich bin wieder zu Hause. Wie sehen meine Haare denn hier aus? Leider gab es die Schuhe natürlich nicht mehr. Jetzt haben wir uns für andere entschieden. Also Marlon hatte, ich weiß nicht, wie viel Paar Schuhe an. Alle haben nicht gepasst, haben gedrückt oder was auch immer. Jetzt ja, zeige ich euch mal ganz kurz, für welche Schuhe wir uns jetzt entschieden haben. Er hat sich jetzt diese hier ausgesucht von Nike. In schwarz. Nee, die blinken nicht. Und er hatte diese Schuhe an und hat sofort gesagt, boah, die sitzen gut. Und es ist auch Größe 42. So unterschiedlich ist das. Also da brauchte er die 42. Ja, und deswegen haben wir gesagt, dann nehmen wir die jetzt mit. Jetzt hat er welche und die anderen kommen direkt auf den Müll. Genau, wir gehen jetzt mal ein bisschen an die frische Luft, weil noch ist die Sonne da. Es ist zwar kalt, aber wir werden jetzt ein bisschen rausgehen. Ja. Wir haben jetzt unsere Jacken angezogen, weil es ist doch ganz schön windig hier draußen. Oder kalt, besser gesagt. Die Jungs wollten jetzt Badminton spielen und ich habe einen Staubsauger mit rausgenommen. Ich werde jetzt mein Auto mal aussaugen. Das sieht nämlich auch gut aus. Apropos gut aus, ich zeige euch mal unseren Garten. Guckt euch das mal an. Hier liegen überall Baumstümpfe oder ganze Bäume, die zum Teil schon zerkleinert sind. Ja, das muss alles noch geschnitten werden. Den Langbaum hat niemand da hinten einmal liegen lassen zum Klettern für die Jungs. Und das kleine Geäst, das muss halt alles noch weggeräumt werden. Da hinten auch, also überall, ganz da hinten. Das ist alles fürs Osterfeuer. Genau, das wir dieses Jahr machen wollen. Und Maddie, du wolltest auf dein Baumhaus? Jetzt könnt ihr mal sehen, wie frei das Baumhaus ist, also wie gut man das sehen kann. Und in ein paar Monaten, wenn hier alles zugewachsen ist, sieht man das gar nicht mehr. Das ist immer richtig cool. Da kommen keine Blätter. Doch, die kommen jetzt bald. Bald kommen überall Blätter, wenn der Frühling kommt. Da freue ich mich schon drauf. So, ich gehe jetzt mal schnell mein Auto aussaugen. So, ich habe jetzt fertig gestaubsaugt, mein Auto. Die Jungs spielen immer noch richtig schön hier Federball oder Badminton. Aber so langsam ist es echt frisch. Und ich glaube, wir werden jetzt gleich reingehen, weil in einer halben Stunde kommt niemand nach Hause. Und dann, ja, mache ich mich ans Abendbrot. Und dann an die Geburtstagsvorbereitungen für morgen früh.
Ja, wir werden ja zu Hause nicht feiern. Wir werden ja unterwegs feiern, also woanders. Deshalb werden wir auch nicht groß schmücken hier zu Hause. Also Lennox hat gesagt, so eine riesen Luftballon gelandet und so müssen wir nicht machen, weil wir ja nicht zu Hause sind. Demnach ja, müssen wir heute Abend nicht viel schmücken und machen aber natürlich trotzdem noch seinen Geburtstagstisch schön und so. Und morgen Vormittag, ja, würde ich sagen, sehen wir uns ja wieder, ne, im nächsten Vlog. Ja, ihr Lieben, ich würde mich dann jetzt von euch verabschieden. Wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.